Hallo Leute, zu einem neuen Vlog von uns. Heute zu Hause mit dem neuen Handy von Alicio. Alicia. Wollte flexen, weil sie Kinomodus hat. Aber sie ist die ganze Zeit unartig gewesen und deswegen muss ich sie gerade. Du warst sehr unartig heute. Nervig. Wie redest du mit mir? Wie redest du mit mir? Ja, Film, Film. Zeig deine Qualität von deinem Handy. Komm, komm. Erzähl den Leuten, was wir morgen vorhaben. Morgen, was wir vorhaben. Ja. Morgen kommt eine wichtige Person zu uns. Ich werde sie noch nicht sagen, du sagst ihnen auch noch nichts, weil das ist eine wichtige Sache, die ist eine Überraschung, okay? Soll ich euch sagen? Na, du Ich sagst. habe morgen noch einen Arzttermin, weil ich immer so Unterleibsschmerzen habe. Und diese Quali, voll Ja. krass. Leute, ich entschuldige mich hiermit für meine Frau, Guck dass mal, sie. jede Pore. Krass, na guck mal, deine Nase glänzt. Heißt, du hast dich richtig gewaschen. Guck mal, wir haben es schon nachts, so weißt du, deswegen ist sie ein bisschen terrell. Nein, ich muss morgen früh aufstehen, Das hast du aufräumen, schon mal gesagt. zum Arzt und dann kommt eine wichtige Person. Und Leute, Mira ist im Moment so unruhig abends. So schlimm. Was machst du da? Sie will nicht Nini Ja, machen. dann lass sie nicht Mini machen. Und mit ihrem Bier da auf dem Tisch, ey. Wenn meine Tochter nicht schlafen will, dann will sie nicht schlafen. Dann haben wir uns Sie dafür. ist den ganzen Tag schon wach, sie ist todesübermüdet. Wir haben jetzt 3 Uhr nachts und du schläfst nicht. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, Baby? Mein Engel? Was ist dein Problem? Irgendwas hat sie. Sie will Will einfach einfach mit gar nicht Papa sein. Ich will mit schlafen. Papa sein. Kuschelbedürftig. Sie ist so kuschelig. Ich liebe das, wenn sie ihren Kopf so an meinen Kopf pflegt, so, ne? Guck mal. Wie gut sie ihren Kopf selber hält schon. Und so gerne Fernsehen. Guck mal, ich muss nicht mal ihren Kopf halten. Und schon guckst Zwei du auf den Monate Fernsehen. alt. Zeig dir, hier essen wir immer. Und hier kannst du noch nicht essen, du isst immer bei Mama. Der Flur, siehst du? Weiter geht's. Unordentliches Zimmer, ein bisschen. Und das ist unser Bett, das ist dein Bett, das ist unser Kleiderschrank. So viel hast du leider noch nicht. Süß, guck mal. Ihr Glubschau. Sag Hallo zur Kamera. Das ist Bibisch. Gesundheit, Mira. Willst du Schischko? Gesundheit! Vergiss bitte nicht, dass wir 3 Uhr nachts haben. Schatz, kein Wunder, wenn du nachts um 4 Uhr mit ihr spielst. Ich bringe Greifen bei. Guckst du? Das ist meine Tochter. 2 Monate und sie macht sowas. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich war jetzt auch schon duschen, weil ich habe ja um 10 den Arzttermin, aber ich räume hier gerade noch ein bisschen auf, weil wir ja heute um 14 Uhr Besuch bekommen. Was sagen wir euch natürlich noch nicht, aber ihr werdet das auf jeden Fall noch erfahren. Es ist echt eigentlich mega cool. Ich freue mich da heute voll drauf. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Goslar. Wir wollen ein paar Herbstbilder machen und dann gehen wir wieder Mama besuchen. Ja. Und soll ich dir was sagen? Sieht echt süß aus, wie du Auto fährst. Ich schwöre, das steht dir auf jeden Fall. Danke. Du sitzt so weit vorne. Ich schwöre, ich vergesse immer, dass du Auto gefahren bist und am nächsten Tag brechen mir halt meinen Fuß. Schatz, wir brauchen noch ein neues Passbild. Soll ich dir? Schatz, kannst du ein bisschen langsamer fahren? Heute gibt es leider kein Foto für dich. Schatz, Was? ich hab richtig Bock auf Melgemeck. Ja. Schau mal an, ob es Melgemeck hat. Ja, Was geht ab? Ja, sind gerade erst mal Ja, reingekommen. du, wir fahren jetzt Richtung euch, ne? Ich wollte mal fragen, habt ihr Melgemeck? Melgemeck? Nein. In die Küche rein und sie machen erstmal Großeinkauf. Ja, ich habe mir eine Kenwood gekauft. Leute, sie macht Großeinkauf. Eine Kenwood habe ich mir gekauft. Ich komme ja hierher. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Seesen, weil wir Halloween-Kostüme brauchen, weil wir ein schönes Bild für euch machen wollen. Und Leute, diese Strecke, die war eben nicht normal. Hamso, wie war die Strecke? Nur die Strecke, ich habe noch nie so eine Strecke gesehen. Die Wirklich, war heftig, die ne? Kurve war so. Ja, die Ein war. Kreis, wie ein Ja. Schild. Ja, die Wirklich war krank. echt. So, wir sind jetzt da. Abgelegen, aber wir haben es gefunden. Ja. So, ihr Lieben, wir waren jetzt da. Jedoch hat sich herausgestellt, dass es nur ein Lager war. Dann waren wir da und dann haben wir gefragt und die meinten, wir können das gerne online bestellen. Es muss alles online bezahlt werden. Und dann können die uns das gleich aushändigen, weil die machen das so ein Lagerverkauf.
Und dann haben wir hier anderthalb Stunden davor gesessen, haben das bestellt, Leute. Und ihr dürft dreimal raten, was die guten Mitarbeiter gesagt haben. Mit, ja, leider geht das nicht, wir können euch die nicht ausgeben. Und ich gucke ihn an und so, hä? Vor anderthalb Stunden haben sie noch gesagt, ja, wir sollen bestellen. Und dann geht das. Leute, wir sind richtig sauer gerade, weil jetzt müssen wir komplett umdenken für ein Kostüm. Und das nervt uns gerade, bin ich ehrlich. Wir sind jetzt wieder zu Hause und haben immer noch kein Kostüm für Halloween. Weil wir wollen ja eigentlich schöne Bilder machen und es nervt mich gerade. Und Bilder haben wir natürlich auch nicht mehr geschafft, weil wir jetzt schon 17 Uhr haben. Mira, ihre Schlafenszeit beginnt schon wieder fast. Ich bin richtig genervt, obwohl ich heute schon so früh wach war. Ich habe immer noch Unterleibsschmerzen, ich habe Zahnschmerzen. Ey, ich könnte kotzen. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben jetzt schon Mittwoch und wie ihr ja mitbekommen habt, habe ich Zahnschmerzen. Also habe ich jetzt gleich einen Zahnarzttermin und ja, ich bin gespannt, was auf jeden Fall rauskommt. Mira hat auf jeden Fall einen neuen besten Freund, das ist der Schlummerotter, hä? Zeig mal. Oh, der ist krass. Der macht sogar was? Der macht Atemgeräusche und so ein Geräusche im Bauch. Und Kinderdisco, ne? Und Kinderdisco, warte. Jeden Abend. Gib meiner Tochter den Schlummerotter wieder. Sehr gut, besser ist. Gerade bei DM, weil ich jetzt noch ein paar Sachen für Mira hole. Und halt für unser Halloween-Look. Und rat mal, wo ich wieder bin, in der Bibi-Abteilung. Jemand im Hintergrund wieder erkennen kann. Ja, Leute, es gibt einfach keinen Weg vorbei. Wir stecken gerade in der Waschanlage. Unser Auto wird endlich mal wieder sauber gemacht, weil es ganz schön dreckig war. Und ja, jetzt sind wir in der Waschanlage. Schneller. Was sind das für Tücher? Das sind Pflegetücher, die kann man da hinten kaufen. Echt? Einmal für Scheiben, Cockpit. Cockpit, ja. Cockpit. Heute ist Freitag, heißt ein neuer Tag ist gestartet. Wir fahren jetzt nach Wolfsburg, weil wir was für die Verlosung kaufen wollen. Und danach zu TK Maxx, weil ich muss da einmal hin und Mira neue Klamotten kaufen. Und Schatz, wie findest du den Aufzug hier? Der ist so krass, der ist so sexy. Nein, ich muss hier raus. Ja, es riecht auch ganz streng hier. Mira macht währenddessen Kinderdisco weiter. So, Schatz, waren wir umsonst hier, ja? Guck mal, was da steht. Nein. Aufzug defekt. Nein. Leute, wir haben es doch geschafft. Haha. Du guckst jetzt um, ja? Ja. So, bist schon fleißig dabei, ja? Ja, guck mal. Sieht süß aus. Ja, von Sternfeller und ein Abdruckfeld für ihre Hand noch. Wo sie Kleines noch haben. Ja? Hm. Ihr Lieben, wie ihr seht, bin ich jetzt gerade wieder in der Kinderabteilung und ich bin schon wieder komplett am explodieren. Ich weiß nicht, immer in der Kinderabteilung explodiere ich im Kopf einfach so viel. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich schon aussortiert habe. Und es nimmt einfach kein Ende, aber es sind so süße Sachen dabei. Leute, wie soll man dann bitte schön hier nichts kaufen? TK Maxx ist mein Weltuntergang. Immer. Und vor allen Dingen, ihr schreibt mir noch, ja, Alicia, geh da hin. Danke. Schatz, ich habe einen Sessel für Mira gefunden. Echt? Ja, da. Den nehmen wir. Wenn ich irgendwann einen Jungen bekomme, bekommt er auf jeden Fall den Anzug. Schön. Bitte keinen Spaß, ist das nicht das Beste? Ja, schmeckt so gut. Richtig gut, hä? Mhm. So, wir sind jetzt gerade bei Zara drinne, wieder in der Kinderabteilung. Wie immer, wie immer. Und weiter geht's. Wir waren jetzt bei Müller und haben... echt eine Menge gekauft für unser Halloween-Look. Das wird krass, Leute. Checkt es auf jeden Fall bei Instagram ab. So, Leute, wir sind fix und fertig. Wir waren jetzt, drin, haben Halloween-Kostüme. Und am Sonntag, wenn das Video online ist, kommt auch unser neues Bild online. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Und da sind wir wieder bei dem ekelhaften Fahrstuhl. So, ihr Lieben, das ist unser Halloween-Kostüm für euch. Hi. Wie findet ihr es? Ich bin irgendwie mega voll schön. Wir haben uns echt Mühe gegeben, vor allem Hansa Seins ist richtig krass und ich glaube, meine Kontaktlinse fällt raus. Ich habe übrigens rote Augen, Leute. Sieht ja, man das? Ja, schon ein bisschen. Ja? Ja? Ich habe rote Kontaktlinse drin und ich bin gerade blind wie ein Fisch. Aber Happy Halloween!